Home TV mit Luca. What? Ey, bist du Dings? Oh mein Gott, du Geil, ich rede mit dem Bürgersteig. Ihr steht einfach auf irgendeiner Straße und denkt euch, ja, jetzt mach ich mal auch mit TV oder was? Seid ihr mit Fahrrädern unterwegs oder mit Rollern? Fahrrad. Wie alt seid ihr? 13. Ich bin schon 14. Ich grüße Martin Pieler und Jonas Klefe. Boah, stabil, ey. Mach mal einen Trick. Mach mal einen Wheelie oder irgendwas. Ciao, Jungs. Ciao. Hallo. Ciao. Hallo. Hallo? Was geht? Kann ich kurz einen Screenshot machen? Ja, selbstverständlich. Kostet aber 30 Euro. 10 Sekunden später. Hast du ein Foto gemacht? Ja. Perfekt. Kannst du mir Geld einfach überweisen dann, ne? Ist Sandra bei dir? Nee, Sandra ist nicht bei mir. Soll ich sie mal per FaceTime anrufen? Dann kannst du ihr was sagen, wenn du möchtest. Hallo? Hallo. Ja, was denn? Du bist richtig cool, Sandra. Nee, das kann nicht sein. Die ist eigentlich nicht so cool. Ich habe euren Livestream gesehen, also vor ein paar Tagen. Wo wir spazieren gegangen sind? Ja. Ah, Sandra, guck mal, die hat uns zugeguckt, wie ich gegangen bin und du gerollt bist. Halt die Fresse, Luca. Was isst du gerade? Mandarine auf Healthy Lifestyle. Ah, ich dachte, nimm zwei Lachgummi oder so. Ich bin fix und fertig. Tschüss. Hallo. Jetzt falle ich hier halb von meinem Stuhl runter. Oh mein Gott. Oh, ich bin erschrocken. Seid ihr auf dem Mond oder warum sind da die Sterne? Ja, wir leben auf dem Mond. Oh mein Gott. Ey, wir sind hier voll Colorblocking unterwegs. Ich so komplett blau, du so rot. Ihr habt einen schwarzen Hoodie. Im Hintergrund ist gelb auch noch zu sehen. Wie geht's euch? Gut. Mir geht's auch sehr gut, danke. Ich war gerade in der Stadt, ich habe Weihnachtsgeschenke eingekauft. Habt ihr schon Weihnachtsgeschenke? Ja, oh mein Gott, meine beste Freundin würde ausrasten, wenn sie dich sehen würde. Sie liebt dich über alles, alles. Die guckt jedes YouTube, Insta, alles. Wie heißt sie denn? Lena heißt sie. Soll ich Lena mal bei Instagram ein Video schicken, wie wir hier bei Ohm TV gerade sind? Oh mein Gott. Ein paar Sekunden später. Die hat mir sogar schon mal eine Nachricht geschrieben und zwar... Siehst du? Sie hat mir geschrieben, geh dich doch mal untersuchen lassen, ob du Corona hast. Ja. Vor einem halben Jahr. Guck mal, Lena, ich chill hier mit Sunny und Emilia. Ohm TV oder Ohm TV. Ganz liebe Grüße. Sie will alles geschenkt von dir, was dein Merch und so. Sie findet das so geil alles. Oh, fuck, hätte ich mal irgendwas noch rausgebracht vor Weihnachten. Hätte ich mir an Lena richtig viel Gewinn gemacht. Luca-shop.de. Oh mein Gott, Luca. Meister. Ich hab Luca getroffen. Oh mein Gott. Ich hab Luca getroffen. Oh mein Gott. Liegt da SpongeBob oben auf deinem Schrank oder was ist das? Nee, das sind alte Spiele. Achso. Sah gerade von hier aus wie SpongeBob mit seiner Krawatte da. Leute. Was geht? Wie geht's dir? Gut, dir? Auch gut. Danke. Ich glaube, ich habe die gleichen Rollladen wie du. Da ist auf der Bierflasche hier rechts. Das Spezi. Ah, okay. Da ist schon, trinkst du hier Bierchen oder so. Ich habe gerade einen Smoothie getrunken. Oh! Brutale. Malzbier ist scheiße, da war ich auch nicht der Fan von. Gab's bei uns so voll viele Leute, die dann so meinten, nö, guck mal, ich bin 13, ich trinke jetzt Bier, aber dann war es Malzbier und so. Check ich nicht. Uncool. Ja, so. Hallo. Tschüss. Hallo. Oh mein Gott! Was geht? Was geht? Oh, ich höre mich doch nicht bei euch. Oh, das ist ja gut. Was ist mit dir? Habt ihr Kopfhörer? Habt ihr Kopfhörer? Nein, Harry. Kann ich Screenshot machen? Danke. Bitteschön. Ich skipp mal, weil das ist echt. Das ist, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Sprachen lernen. Sieht man das? Moin, Meister. Luca. Moin. Luca.
Was geht, Junge? Was geht, Junge? Was machst du? Nix hier mit meiner Mutter. Wie geht's dir? Gut, dir? Auch gut. Was machst du? Chillen mit deiner Mutter einfach? Ja, hier in der App. Ja, ihr chillt zusammen. Ich wollte dir gerade genau, wie einfach es ist, Mädchen zu kennen. Was sollst du mir sagen? Ey, da brauche ich aber Tipps im Thema Mädchen klären. Ich bin Single. Hau mal raus. Bruder, das Erste, was du machst, egal was ist, sag zuerst falschen Alter. Du musst älter sein erstmal. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 10. 10? Bruder, ey, wie heißt du auf Instagram? Ich will dich pushen. Ey, das ist die lustigste Begegnung, die ich je auf Ome TV hatte. Mama Insta-Name. Tschüss, Osch. Von wem? Von mir. Woher soll ich es wissen? Warte, Mom, guck schnell auf dein Handy. Ey, Luca. Ja? Ich glaube, wenn ich jetzt auf mein Instagram gehe, werde ich hier rausgeschmissen? Ja, ich glaube schon. Du kannst mir einfach eine DM schreiben. Ich bin gerade schon in Instagram drin. Du kannst mir einfach eine DM schreiben. Dann packe ich das nachher hier rein. Also ich packe jetzt über dein Gesicht, packe ich deinen Namen. Leute, folgt diesem Jungen. Das ist der witzigste Junge, den ich hier auf OMTV getroffen habe. Wie heißt du überhaupt? Ich muss selber gucken. Wie dein Name ist, nicht dein Instagram-Name. Achso, mein echter Name. Ja. Leonid. Leonid. Ich gebe mich die ganze Zeit als Noel aus. Also du fakest dein Alter und deinen Namen bei Mädels. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ich wünsche dir was. Schreib mir auf Insta, okay? Danke. Hau rein, ja, okay, Digga. Hatte. Ciao, schöne Grüße noch an deine Mom. Tschüssi. Damit beende ich die heutige Episode Omit TV oder OMTV, hau mich tot. Ey, es war so witzig, es waren wieder solche Blechmenschen unterwegs. Allein dieser Leonid oder Noel hier am Ende, der 10 Jahre alt ist, aber bei Mädels wahrscheinlich immer sagt, dass er 35 ist und Unternehmer. Hat mir wieder mega viel Spaß gemacht, die heutige Folge. Schallert einen Daumen hoch unter das Video, wenn ihr mehr Bock auf OMTV-Videos auf meinem Kanal habt. Und schreibt mir mal unten in die Kommentare, wie alt ihr seid. Interessiert mich eigentlich gar nicht.